Mit kugelsicherer Weste und Helm eingepfercht zwischen Sicherheitskräften. Das ist Dairo Antonio Usuga, mutmaßlicher Drogenhändler und Anführer des Drogenkartells Clan del Golfo. Am Mittwoch lieferte Kolumbien den als Otoniel bekannten mutmaßlichen Verbrecher an die USA aus. Dort wird er laut Behörden unter anderem wegen Drogenhandels, Verschwörung und illegalen Waffenbesitzes gesucht. Der kolumbianische Präsident Iván Duque verglich den Festgenommenen mit dem verstorbenen Drogenboss Pablo Escobar. Solamente comparable con Pablo Escobar. Er ist nicht nur der gefährlichste Drogenhändler der Welt, sondern auch ein Mörder. Ein Kinderschänder. Und einer der gefährlichsten Verbrecher der Welt. Nach Behördenangaben soll Usuga jährlich bis zu 200 Tonnen Kokain geschmuggelt haben. Sicherheitskräfte hatten ihn im Oktober 2021 festgenommen. Usuga sagte vor einem kolumbianischen Sondergericht aus, er habe sich selbst gestellt.